Sankt Walpurgis, war sie es oder war sie es nicht? Auf einer kleinen Anhöhe links vom Weg zu Kloster Seon steht das Kirchlein Sankt Walpurgis. Vor etwa 1000 Jahren wurde es als Nebenkirche des Klosters Seon errichtet. Sankt Walpurgis diente den hier ansässigen Benediktinerinnen als Gotteshaus, bis ihr Frauenkloster um 1200 aufgelöst wurde. Danach war Sankt Walpurgis Spital und später Pfarrkirche. 1969 ging die Kirche als Schenkung an die Gemeinde Seon. Die sehenswerten Wandmalereien an der südlichen Chorwand stammen von einem unbekannten Maler und dürften in der Zeit um 1560 entstanden sein. Sie sind ein hervorragendes Beispiel für den damals aufkommenden Manierismus, eine späte Ausprägung der Renaissance. Dargestellt sind die Heiligen Barbara, Katharina, Margareta und Ursula. Nachdem die Fresken in der Vergangenheit mehrmals übertüncht worden sind, konnten sie bei den Renovierungsarbeiten zwischen 2002 und 2006 wieder freigelegt werden. Ein Kuriosum auf dem russisch-orthodoxen Friedhof ist das Grab einer gewissen Anastasia Menahan. Diese Frau hatte zeitlebens behauptet, die letzte überlebende Tochter des russischen Zaren Nikolaus II. Zu sein. Man hatte sie 1920 nach einem Selbstmordversuch aus dem Berliner Landwehrkanal gezogen, genau jenem Gewässer, aus dem man ein Jahr zuvor Rosa Luxemburg totgeborgen hatte. Durch Heirat in den USA nahm sie den Namen Menahan an. Sie starb 1984 und wurde auf eigenen Wunsch hier auf dem russisch-orthodoxen Friedhof beerdigt. Ihre Behauptung, eine Romanow zu sein, konnte erst lange nach ihrem Tod per DNA-Analyse widerlegt werden. Heute geht man davon aus, dass es sich bei ihr in Wirklichkeit um die 1920 in Berlin als vermisst gemeldete Bauerstochter Franziska Schanzkowski handelte.